Und da sind wir auch schon wieder bei Yu-Gi-Oh! World Championship und ich muss mal wieder ins Spiel reinklicken, ich Heino. Ja. Das letzte Mal haben wir diese alte Transe dort whatever besiegt und mit ihrem Feen-Deck, die einfach mal in einem Duell ewig gezogen hat. Das war nicht so toll. Und wir müssen jetzt noch gegen den spielen. Den Hideki. Was hat denn der so zu sagen? Du bist sehr gut gefahren. Ich glaube, du verfügst über eine natürliche Begabung. Hatten wir nicht schon mal gegen den angefangen? Wenn es dir um ein Standardduell geht, stehe ich jederzeit zu Diensten. Zumindest so, als hätten wir schon mal gegen den gespielt. Peinlicher Schwarm. Nee, ich nehme alles zurück. Wenn man ein Deck hat, das so heißt, dann habe ich dich noch nie. Nein, nie. Nein. Ich weiß nicht. Oh, der hat 41 Karten, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Nee, doch nicht. Doch, der hat 41 Karten-Deck, aber. Nee, wir nicht. Wir haben ja erst 5 gezogen. Ha? Das kann einfach. Wir können schon nur besser sein. So, was haben wir denn hier? Minenschildkröte für unsere Resonator und so Kram. Werden wir mal gucken. Beenden wir erstmal. Gucken wir mal, was er tut. Valkyrie des Magiers. Ich glaube, ich weiß, was der Sinn von seinem Deck ist. Er spielt nur irgendwelche Weiber. Ich glaube schon. Kann gut sein. Wenn das so ist, hole ich mir mal schön aus meinem Deck eine Karte. Komm, der Vampirlord muss heute mal reichen. Noch eine. Heute kriegen wir mal ein paar nettere Karten als sonst. Würde ich mal meinen. Würde ich mal whatever. So, mein Freund. Die Küre des Magiers, bye bye. Und verabschiede dich gleich noch von deinen Karten. Damn Deck. Wir wollen so ein Rollenspiel-Duell machen hier. Ich bräuchte, wie gesagt, immer noch jemanden, der den Gegner macht. Das wäre hammer nice, ey. Ach, guck, da ist ja schon die nächste Valkyrie im Friede. Ich dachte, wir kriegen noch andere Karten aus dem Deck zu sehen, außer Valkyrie des Magiers. Es soll wohl nicht sein. Und er denkt wieder. Der Denkprozess ist sehr, sehr wichtig. Plündern, ich dachte, er hat nur Weiber. Ach, vergessen. Plündern der Hauptmann, von mir aus. Wenn du denkst, dass du damit weiterkommst. Sag ich mal. Die. What the fuck? Warum Batteriemann D? Warum ist dieses Deck so sinnfrei? Ha? Ist ja lustig. Ich bin gar nicht gewohnt so richtig, dass die Gegner so dumm sind und wirklich die Karten angreifen, die verdeckt mehr Verteidigung haben. Denn ich spiele ja auf meinem Handy immer in Pausen oder am Bus oder im Bus auch Yu-Gi-Oh! 2014 und da ist es so, dass die Gegner wissen, wenn man verdeckte Monster hat, wie viel Verteidigungspunkte die haben und greifen die nur an, wenn sie auch stärker sind. Was für Cheater, hä? Das geht ja gar nicht klar. So, machen wir mal wieder Sachen kalt hier. Plündernder Hauptmann. Weil Karte aus dem Deck weg und so. Wir lassen ihn unter akuter Monsterarmut leiden. Ja, haben. Noch eine Valkyrie. Von mir aus. So, greifen wir mal die Verdeckte an. Täuschungsfrosch. Warum Täuschungsfrosch? Warum?
Planeten, die zerstört wird, kann dann sich einen anderen Frosch suchen. Frosch. Das ist schon wieder ein richtig sinnfreies Deck. Was ist der Sinn hinter diesem Deck, dass der Typ da spielt? Also meiner Meinung nach ist der nicht vorhanden. Nur irgendwelche Karten, irgendwelche anderen Karten beschwören oder... Entschuldigung. Ach, oh. Jetzt kommt's. Das wird Tribute. Belial. Mann, ich hab noch nie gesehen, diese Karte. Dein Gegner kann keine Monster, die du kontrollierst. Ach so. Die Karte schützt quasi alle seine anderen Monster vor Zaubern fallen. Nur sich selbst nicht. Ja, ganz lustig. Ich hätte vielleicht längst schon mal den Raigeki-Brecher spielen sollen, aber ich habe immer darauf gehofft, dass er vielleicht nochmal irgendwie was anderes spielt, damit ich mit Heavy Storm mehr als eine Karte kosten könnte. Aber es soll nicht so sein, ne? Und halt nur eine. Ah, Dark Bribe. Das hätte unseren ganzen 3-Geki-Brecher-Plan schon wieder zunichte gemacht. So, die Bottom ist gleich auch noch. Bam. Oh, im Moment können wir nichts machen. Gegen seinen Belial. Belial, wie in Diablo 2. Und generell, der Kunde. Den Belial gibt's ja öfters mal. Ach, scheiße. Schnell, ich muss noch 3-Geki-Break an. An Ketten. Eine eigentlich sinnfreie Karte, aber wir haben halt nichts Besseres. Also Noob hätte ich nun versucht, den Heavy Storm zu zerstören, aber dass der Effekt nicht weggeht. Also nicht off geht. Ihr wisst schon, dass der Effekt annulliert wird. Genau so heißt es. Tja, das war's mit dem Belial. Jetzt kommen die neue Setkarten. Kompuls. Ey. Schwören wir mal den Resonator. Und aktivieren auch zusätzlich Buch des Lebens. Und holen uns schön den Vampirlord zurück aus dem Friedhof. Entfernen sein Dumbelia. Ich war eigentlich auf dem B. Ach, vergesst es doch einfach. Also eine dumme Valkyrie. Ist mir Wurst. Ne, wird nicht reichen für einen Kill Damage, ne? Ne. Ne, das greife ich lieber nicht mit irgendeinem Dings an. Ach, Dimensional Prison. Schöne Karte. Warum haben wir die nicht? Warum hat der die? Ich glaube, davon können wir unseren Vampirlord nicht mal retten. Ne? Geht doch nur, wenn er auf den Friedhof geschickt wird. Ne? Klar, ganz entfernt. Naja, nächste Runde haben wir dann den Kill Damage, würde ich denken. Vor allem kommt man mal. Was ist das denn? Ogre des scharlachroten Leidens. Während des Spielzugs deines Gegners so einen zweiten direkten Angriff während derselben Battle kommt. Kannst du diese Karte in deiner Hand beschwören? Sie werden die Attacken des ersten Monsters. Das für eine Handtrap. Noch nie gesehen. Noch nie. Nein. Das will ich nicht mehr angreifen. Diese Handtrap habe ich noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Ja. Ich glaube, sie wurde auch nie gespielt. Dann bringt er sie in den Verteidigungsmodus. Ach ja.
Warum spielt er solche dummen Batteriemann-Karten? Ich meine, wieso? Batteriemann. Ich bin ernsthaft. Wenn es irgendein Deck gibt, was irgendwie dumm ist, dann... Batteriemann. Nee, ernsthaft. Na, wir haben immer noch nicht den Kill-Damage, ey. Ich glaub's, ne? Warum dauern die Duelle so lange? Ich frag gar nicht erst. Morph-Thronischer Magnet. So, wir haben in neuen Typen dem schlechtesten Deck aller Zeiten gefunden. Wir dachten schon, dass eine Deck von diesem Typen, das irgendwie... Toll, ne, muss der das jetzt mal... Oh. Der muss das jetzt mal drei Züge rauszögern, ne? Aber ich liebe mein Leben. Nicht. Solange bauen wir eine Wand von Monstern auf, die ja niemals ankommen wird. Er baut sich eine Wand von Monstern auf, die sinnlos sind. Finde ich hammer nice. Reagiert entsprechend auf unseren Ding. Oh, cool. Ja, da hätten wir jetzt noch Handkarten. Wir hätten mal gewonnen. Haben wir auch keine Handkarten. Aber ich hole trotzdem mal den Bionic. Heute. Heute sind wir mal gut drauf. Das dachte ich mir. Dark Dust Spirit. Wir machen mal noch nichts. Was wird er tun? Die letzte jämmerliche Karte. Das Deck meines Großvaters enthält keine jämmerlichen Karten. Aber es enthält die unbesiegbare Exodia. Boah! Was ist denn jetzt los? Warum flippt der Täuschungsfrosch? Warum? Headmaster. So, ich will den genau Lebenspunkte 0 Bonus. Nein, doch nicht mit dem Ryukoki im Friedhof. Ham. Yay, wir haben eine Folge gebraucht, um den Typen zu besiegen. Ich kratz ab. Lalala, Bonus für genau 0. 30 Menschenskinder. So werden wir reich. Du bist ziemlich gut. Danke, dass du so eine herrlichen... Ach, danke, dass du so eine herrliche Show geboten hast. Bitte, bitte. Nichts zu danken. Lass mal speichern. Wir speichern unseren Sieg. Unseren Sieg speichern wir. Thank you.
Gewinnquote 82,1%. Duellrekorder. Ja. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn's dann mal wieder heißt, wir machen den Typen nochmal platt. Yay! Ja. Freuen wir uns.